Zwei große Gruben in der Naumburger Straße sind von der Fernwärmehaverie noch übrig, die die Menschen in Jena Nord in Atem hielt. Am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr stieg aus einem Wasserrohr an der Kreuzung Naumburger Straße-Altenburger Straße weißer Dampf auf. Mitarbeiter der Stadtwerke fanden heraus, dass eine defekte Fernwärmeleitung für den Dampfaustritt verantwortlich war. Doch die Fehlerbeseitigung gestaltete sich problematisch. Also es gab eine ganze Reihe von Schwierigkeiten. Zum einen das Fernwärmenetz, das hat sich ja hier um eine Hauptleitung vom Kraftwerk Winsala bis nach Nord gehandelt, ist mit 130 Grad heißem Wasser gefüllt. Und dieses Bauwerk, was hier unterirdisch sich befindet, wo der Dampf ausgetreten ist, war mit diesem heißen Wasser gefüllt. Das musste zunächst erstmal abgepumpt werden. Dafür mussten Pumpen bereitgestellt werden. Die haben wir natürlich auch vorrätig bei den Stadtwerken, aber die Kapazität war jetzt auch nicht so, dass das binnen Minuten gelang. Es hat wirklich eine ganze Weile gedauert, das viele Wasser, was in diesem Bauwerk war, erstmal zu entfernen, weil bis dahin auch niemand vordringen konnte in dieses Bauwerk. Als dann das Wasser raus war, stellten die Kollegen dann fest, dass dann sehr viel Schlamm sich unten in diesem Bauwerk befand. Da wurde kurzfristig über Partnerfirmen ein Saugbagger bereitgestellt, der musste auch erstmal hierher transportiert werden. Die widrigen Wetterbedingungen haben da auch nicht geholfen und dann wurden hier mehrere Kubikmeter Schlamm entfernt aus dem Bauwerk, um dann wirklich einsteigen zu können nach unten und zu schauen, ob dort sich der Fehler befindet. Rund 6.500 Haushalte nördlich des Emil-Höllein-Platzes waren von der Fernwärmeversorgung abgeschnitten. Sie hatten weder warmes Wasser noch eine funktionierende Heizung. Da lange Zeit unklar war, wie lange die Fernwärmeversorgung unterbrochen sein würde, hat die Stadt Jena für das Stadtgebiet Jena Nord einen Krisenstab gebildet. In diesem Krisenstab waren natürlich die Rettungskräfte der Feuerwehr, Katastrophenschutzes mit drin. Darüber hinaus haben wir aber auch sehr, sehr rasch Polizei, Bundeswehr wieder mit einbezogen und vor allen Dingen als ganz, ganz wichtigen Baustein natürlich die Wohnungsgesellschaften. Die Stadtwerke haben regelmäßig informiert über den Zustand, über die Situation, welche Gebiete betroffen sind, wann möglicherweise weitere Informationen vorliegen können über die Reparaturdauer. Und so haben wir dann mit den Wohnungsgesellschaften versucht, so rasch als möglich alle Mieter zu erreichen, um wirklich die Hilfsgesuche erstmal zu sammeln. Die Stadt hatte eine eigene Website sowie eine Hotline für die Fernwärmehaverie eingerichtet. Zum einen wurden Anwohner so über die aktuellen Entwicklungen informiert und zum anderen konnte so die Verteilung von mobilen Heizgeräten organisiert werden. Es waren eine Vielzahl von mobilen Heizungseinrichtungen im Einsatz. Für die größeren Einrichtungen, die Pflegeheime beispielsweise, die versorgt werden mussten, hatten die Stadtwerke und der Katastrophenschutz der Feuerwehr mobile Heizanlagen zur Verfügung gestellt und installiert. Aber für Privathaushalte, da ging es tatsächlich um ganz einfache Heizgeräte. Da hat die Feuerwehr von den geschlossenen Baumärkten und Elektronikmärkten das Material tatsächlich zusammengeholt und hat das dann verteilt an die Bürgerinnen und Bürger, die da ein Hilfsgesuch gestellt haben. Zusätzlich konnte über die Website und die Hotline auch eine Verteilung auf Notunterkünfte organisiert werden. Da der Oberbürgermeister den Katastrophenfall ausgerufen hatte, konnte die Corona-bedingte Kontaktbeschränkung ausgesetzt werden. Einige Anwohner konnten so bei Familie und Freunden unterkommen. Die Stadt hatte zudem ein Kontingent an Hotelzimmern reserviert. Es hat sich gezeigt, dass der allerüberwiegende Teil der Bewohner in Jena Nord sich mit der Situation vor Ort arrangieren konnte. Eben teilweise mit Hilfe, teilweise mit mobilen Heizangeboten, aber die allermeisten konnten in ihren eigenen vier Wänden bleiben. Es ist auch so, dass das Fernwärmenetz selber noch relativ viel Wärme speichert. Und auch wenn es abgekoppelt ist vom Heizkraftwerk, zumindest noch einige Stunden Restwärme abgibt und gut isolierte Gebäude auch nicht über Nacht auskühlen. So, dass es dazu geführt hat, dass in den allermeisten Gebäuden morgens, als das Netz wieder hochgefahren wurde, es noch über 10 Grad waren. Und das war für viele nicht angenehm, aber es war für viele doch erträglich. Wir mussten die Notquartiere in den Schulen nicht nutzen. In Hotels sind einige Dutzend Haushalte einquartiert worden. Unterdessen versuchten die Stadtwerke weiterhin, die Schadstelle zu lokalisieren. Denn dort, wo der Wasserdampf ausgetreten war, wurde kein Defekt festgestellt. Später am Abend konnte dann,
mithilfe des in der Fernwärmeleitungen installierten Leckortungssystems endlich die Schadstelle ausfindig gemacht werden. Das Unternehmen Streicher fräste die Straße auf, sodass Mitarbeiter der Stadtwerke an die defekte Leitung herankamen. Sie stellten fest, dass eine offene Schweißnaht die Ursache für den Dampfaustritt war. Diese konnte zügig geschlossen werden, sodass gegen 3 Uhr die Wärmeleitung wieder in Betrieb genommen wurde. Trotz der Unannehmlichkeiten zeichnete sich unter den Anwohnern eine große Solidarität ab. Also wir sind sehr froh und sehr dankbar. Unser Eindruck war wirklich, dass die Menschen besonnen waren, dass sie Verständnis gehabt haben. Also unsere Bauleute sind auch mit warmen Getränken versorgt worden. Und es war wirklich nicht zu erwarten, wie positiv in unserer Wahrnehmung dann doch im Rahmen der Möglichkeiten natürlich die Menschen hier reagiert haben. Ich war auch jetzt hier an der Baustelle, sind einige vorbeigekommen, haben sich auch nochmal bedankt bei unseren Kollegen dafür, dass es dann doch so schnell gegangen ist. Es war natürlich eine lange Zeit und es war auch einschränkend für viele, aber grundsätzlich war unser Eindruck, dass es doch ja mit Verständnis und eher pragmatisch aufgenommen wurde. Also wir haben in Social Media sehr viele Hilfsangebote beobachtet, dass man sich untereinander ausgetauscht hat. Wer hat noch einen Heizer im Garten oder wer nimmt jemanden auf? Also da sind wir sehr dankbar und wollen uns da auch nochmal bei den Menschen bedanken, dass sie da ja doch so viel Verständnis gezeigt haben. Auch die Unterstützung seitens der Stadt, des Krisenstabes, auch die Feuerwehr war ja hier abends sehr im Einsatz, hat an allen Türen geklingelt und gefragt, ob jemand Hilfe braucht. Das hat prima geklappt, da sind wir auch sehr dankbar. Neben rund 40 Mitarbeitern der Stadtwerke waren auch knapp 160 Helfer der Stadt, der Feuerwehren, des Technischen Hilfswerkes und der Bundeswehr im Dauereinsatz. Die Baugrube auf der Kreuzung wird noch einige Tage offen bleiben, denn die Stadtwerke werden noch Nacharbeiten an der Leitungsisolierung vornehmen. Der Havarieeinsatz zeigt, dass nur gemeinsam eine solche Ausnahmesituation bewältigt werden kann.